Hallo und recht herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial zu Dark Souls 3. Heute will ich euch mal zeigen, wo ihr den Eid Rosias Finger bekommt. Ist ein ganz schön langer Weg von der Kapelle hier, aber ist auch gar nicht leicht zu finden. Ich zeige jetzt einfach mal, wo es hier lang geht. Wollte eigentlich vorher schon säubern, aber das geht jetzt hier nicht. Das ist mal, jetzt müssen wir uns komplett durchkämpfen dahin. Schauen wir mal, wie gut wir durchkommen. So, genau. So, dann müssen wir hier auf den Balkon raus. Hier so lange ist hier so eine Leiter nach oben. Mal schön hochklettern. Genau, diese NPC macht nichts, keine Ahnung warum. Aber den habe ich eh schon mal aufgenommen. Vielleicht wisst ihr es ja, könnt mir in die Kommentare was reinschreiben, wenn ihr zu denen hier was wisst. So, genau, dann gehen wir jedenfalls hier raus. Dann kann man hier auf das Dach springen. Na, jetzt kommen noch ein paar Gegner, die wir jetzt killen müssen. Na, komm raus. Nein, trifft er mich hier wieder? Oh, jetzt aber. Na, dann wollen wir den hier noch killen. Genau, ab und zu kommen hier seitlich mal so kleine Viecher noch. Ihr müsst aufpassen, dass die euch nicht in den Rücken fallen. Genau, und dann geht es nämlich hier rein. Genau, hier kommen jetzt ein paar harte Gegner. Ich hoffe, dass ich es jetzt schaffe, nicht dass es Vorführeffekt ist und ich hier sterbe. Ah, oder? Sie sind schon. Ah, okay, sind noch da. Zwar bei den Rittern müsst ihr höllisch aufpassen. Die machen richtig böse Aua. Jetzt haben wir erstmal hier mal ein bisschen clean. Ich ziehe die immer hier raus, hier geht es leichter zu spielen. Okay, der ist schon runtergefallen. Na, den hier, der müsste jetzt gleich kommen und gleich wieder rennt er gleich wieder zurück einfach. Genau. Vielleicht habt ihr Glück und der fällt runter. Bei mir ist er in einer Folge runtergefallen. Bei einem Versuch. Schaut es aber nicht so aus. Scheiße. Okay, ich hoffe, ich schaffe den jetzt. Okay, der ging ganz gut. So, dann wieder rein. Da ist jetzt noch ein. Zwei Ritter stehen noch drin. Einen müsst ihr aber bloß noch erledigen. Hier hinten ist noch einer. Müsst ihr aber nicht machen.
Aber den hier hinten müsst ihr auf jeden Fall machen. Zeige ich euch jetzt. Oder obwohl, müsstet ihr vielleicht gar nicht machen. Und zwar müsst ihr hier auf das Podest da unten. Na, lasst ihr nochmal schießen. Ja, schieß nochmal. So, und dann hier runterspringen. Zack. So, gleich wieder einen Trank nehmen. Oder Schild auf jeden Fall oben halten, dass der euch nicht trifft. Und dann hier runter, und zwar vorsichtig. Ups. So, normalerweise dürfte euch der Ritter jetzt von hier oben nicht mehr treffen. Okay. So, hier kommen jetzt so ein paar Wurmviecher. Aufpassen. Passt bei denen auf, wenn die vergiften euch. Okay. So. Dann einfach hier durch. Hier kommt ihr auf dem normalen Wege, kommt ihr hier nicht durch. Also, ich glaub's zumindest nicht. Schau, was das für ein Hebel ist. Okay, das ist eine... Genau, da könnt ihr die Brücke hochfahren. Genau, dann kommt ihr nämlich auch hier rüber später. So, dann gehen wir mal hier weiter. Und zwar ist hier hinten rechts eine Tür, die habe ich jetzt schon geöffnet. Normalerweise müsst ihr die ganzen Gegner hier noch killen, aber das mache ich jetzt mal nicht. Rennt sie einfach mal weiter. So, und dann habt ihr hier eh ein Leuchtfeuer dann später. Und hier gibt's den Eidrosiers Finger. Na, sprechen. Bitte darum, den Eid leisten zu dürfen. Rosier, Mutter der Wiedergeburt. Eid beitreten? Ja. Und da ist er schon, der Eid Rosiers Finger. Genau, und bei dem NPC kann man auch seine ganzen Skills neu zuweisen. Also kann man praktisch wieder komplett neu skillen. Das geht pro Spieldurchgang genau 5-mal. Also falls man sich mal verskillt hat oder sowas, kann man das dann neu machen. Genau, das war's auch schon wieder mit dem Tutorial. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, will ich mich über ein Like oder auch ein Abo freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, euer Andi.